musste eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Was zum... Wir haben hier ein Opfer. Hey, ich glaube, sie... Was führt ihr Jungs im Schilde? Ja, das ist sie. Zoe Baker. Sie atmet noch. Erstatte Bericht. Sagtest du Zoe? Sir, wohnen Sie hier? Was ist denn los mit ihr? Wir wollen helfen, also alles... Was in Gottes Namen hat ihr gemacht? Sir, halt, wow. Stopp! Meine Güte. Zoe, was zur Hölle haben die getan? Hören Sie zu. Wir wollen helfen. Nein, ich glaub dir nicht, Mann. Sag mir, was für Hilfe kommt in einem Kampfhubschrauber? Sie wissen nicht, wovon Sie reden. Sie verstehen nicht. Du denkst, ich weiß nicht, wer ihr Leute seid? Mit all den Monstern, die hier rumlaufen. Sag mir, wo kommen die her? So ist das nicht. Sie kapieren's nicht! Oh, ich kapier's nicht! Siehst du das Mädchen da? Schau! Die Kleine meines Bruders. Meine Nichte, verstehst du? Und bei uns hier steht Familie an erster Stelle. Und du wirst meine Familie nicht töten. Das ist etwas, was ich nicht zulassen kann. Gott verdammt. Sie ist infiziert. Sie stirbt. Und wir werden beide sterben. Wenn wir nicht sofort hier abhauen, verdammt! Sie ist noch nicht tot, Junge. Also tust du besser was dagegen, bevor ich dich an deine Freunde da verfüttere. Okay. Es gibt ein Heilmittel. Du lügst mich an. Ich lüge nicht. Wir waren auf dem Weg, sie zu behandeln. Und sie haben das total versaut. Die warten jetzt bestimmt noch auf uns. Ja. Wo? Wo geht's los? Ach du Scheiße. Nicht weit von hier gebracht. Mein lieber Scholli. Ich schwör's. Na gut, passt. Okay. Das wird schon wieder, sorry. So. Du bist Familie. Jetzt spielen wir, herzlich willkommen zum DLC End of Zoe. Wir spielen hier Joe Baker, der große Onkel von Zoe, kann man so sagen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ja, das ist jetzt das zweite DLC. Es gibt noch ein drittes, das ist dann The Lost Tapes, also die verschwundenen Videobänder. Das werden wir auch noch spielen, das ist jetzt hier das zweite DLC, das ist kurz nachdem... Ah, ich kann mit Maden, verstehe, kann ich Heiltränke kombinieren. Und es ist so, dass, jetzt ist mir der Faden, nee, komm. Vermodernder Schimmelfresser. Ich hab schon wirklich mit bloßen Händen fertig
Also wir spielen wie gesagt den Onkel und der Typ, der macht wirklich Queensberry-Regeln. Der macht ja wirklich einen auf Rocky Balboa und boxt die alle weg. Also das ist wirklich ein richtiger Motherfucker, der Typ. Guck dir das an, Digga, der Typ ist wirklich... Der Typ ist wirklich richtig, richtiger Fucker, so. Und ich habe schon gehört, das soll halt sehr, sehr trashig enden. Ich bin gespannt. Ich habe auch vorhin so ein bisschen rumprobiert, was die anderen zwei Modi sind. Die sind nicht relevant für die Story. Da war zum Beispiel das eine, war irgendwie, keine Ahnung, Boxerpuppe. Sehr geil. Eine unheimliche Puppe für schwarze Magie, für jeden Inventar. Ah, um 1%, okay. So. Und das war irgendwie so ein auf möchte gern mega krass schwer. Das habe ich dann irgendwie, keine Ahnung, wenn da 30 Mal gestorben hab's dann irgendwie gelassen. Weil es mich genervt hat. Und das andere war irgendwie Jack, ach du lieber Gott, Jack hat Hunger? Und du musst irgendwie in den Bereich Essen bringen. So total hanebüchen. Also wirklich total auf der einen Seite nimmt sich das Spiel mehr als nur ernst. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Game sich so nicht ernst nimmt. Also ganz, ganz komisch. Oder jetzt hier zum Beispiel die ganzen Viecher mit den Fäusten zu zerschreddern. So, das ist halt auch so eine Sache. So, das ist halt... So bescheuert, aber irgendwie total witzig. Also, wir boxen die einfach weg. So, wir platschen die einfach weg. Wir knattern die einfach weg. Es macht Spaß. So, es ist total bescheuert, aber es bockt. So, und das ist so das, was halt... Ja, einfach geil ist. So bockt einfach. Und... Naja, also dieses... Was weiß ich, dieses... ne? Da bekommst du ja nur eine Trophäe. Nein, nein, nein. Oh Gott. Wie nein, nein, nein. So, initiieren wir ihr dieses Serum. So, hoffentlich geht das jetzt, Digga. Sonst ist scheiße. Wir sind langsam diese Kristalle verschwinden, oder? Nicht reichen. Sie braucht eine volle Dosis zur Heilung. In der Basis ist mehr. Machen Sie mich los, dann führe ich Sie hin. Bitte. Welche Basis? Oh nein. Boah, ach du Scheiße. Gottes Willen! Der hat ihn einfach in zwei Stücke gerissen. Ich glaube, es hackt! Ach du heiliger Mutterfuß! Hey! Was bist denn du für einer, Digga? Geh mal deine Mutter bumsen, Digga, du hässlicher Hurensohn, Digga. So einen kann auch nur seine eigene Mutter lieben. Digga, ist der hässlich. Scheiße, Mann. Der Onkel ist geil, Digga. Ich schwöre bei Gott, Digga, der Onkel ist richtig geil. Mit den geblankten Fäusten macht er aus den Viechern der Hacke, Peter. Okay. Ist alles gut, sorry. An sich ist das wirklich eine nette Familie. Wirklich eine nette, tolle, liebe Familie, aber halt von dieser Eve-Slut absolut zerstört worden. Was sind das für ein Tentakelvieh? Das sieht ja aus wie... Was weiß ich was, Digga. Das sieht aus wie so ein Hanebüchenmonster, weißt du? Ganz, ganz eklig, widerlich, hässlich. Aber okay. Ist okay. Dann meinte, die Medizin ist in irgendeiner Basis. So, wie ich mitbekommen habe, werden wir, glaube ich, keine Schusswaffen bekommen. Vielleicht der ein oder andere Nahkampfwaffe, höchstens. Es ist ein Tor, mein Lieber. Keine Wand. Aber okay. Bester Mann. Da hat
Oh, geil, ey, der Typ ist voll cool, ich feier ihn. Ich feier ihn, ist das. Wir haben gerade auch übrigens 9 Uhr morgens. Ich bin seit, ich glaube, 0 Uhr oder so am Produzieren. Die ganze Zeit nur Resi 7 am Zocken. Gerade vorhin dieses Another Hero gemacht. Jetzt hier End of Zoe und dann The Lost Tapes und dann Penis, Schwenis. Keine Sorge, Zoe. Nur noch ein. Ja, 20 Stunden ist ein bisschen übertrieben, ne, Gamester? Ist ein bisschen übertrieben. Vielleicht für Lappen, aber. Naja. Gut, ich spiele selber auf leicht, aber scheißegal. Das muss die Basis sein. Ach, komm schon. Nicht jetzt, Alligator. Wir müssen da durch. Schnell, 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 schnell. Okay. Hier bist du sicher. Leg sie ab. Ich bring dir was, das dir helfen wird. Ach, ja. Scheiße. Das ist ein Boot. Komm her, du Wichser! Geil, Alter. Wir wollen das Genick brechen, aber zur Platz nehmen den Schädel. Na gut. Bam, 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 der. Der, guck mal, wie der fliegt. Es ist so sinnfrei, Digga. Es hat wohl Schadenbüchen, aber es macht einfach Spaß. Digga, wir haben den so weggesmackt. Bam, Alter, schon ist er weg. Geil. Geile Scheiße. Okay, das können wir kaputt boxen. Nice. Noch eine Boxerpuppe, was soll mit der? Weiß ich nicht. Getreide. Okay. Na gut, Heilung wäre wahrscheinlich eher öfters gebraucht als Munition. Ich klatsch dich. Mann, ich box dich, du und so. Na, was ist jetzt? Der hat über den einfach weggeboxt. Ein Flusskrebs. Er hat ihn einfach weggeboxt. Was? Bleib endlich liegen. Du dummer Hurensohn. Geil, Alter. Da wollte er aber noch eine Revanche und hat ihn wieder kaputt geboxt. Ey, das ist heftig. Ehrlich, steht er immer noch. Na gut, der will wohl. Das ist eine ganz harte Nuss, wa? Von der anderen Seite. Das heißt, wir können nur. Wir können nur hier so. Der Typ ist krass drauf.
Oh Gott. So schön wie Ethan. Jawohl. So, nehmen wir das nächste. Okay, ist keiner von den pissnigen Johnnies. Nice. Du kannst es, glaube ich, gar nicht treffen und trotzdem hättest du. Es ist, glaube ich, so geil. Alter, was er mit denen macht. Nice, schön in die Epidermis, Alter. Tschuh. Okay, das Vieh. Ui. Fettes Vieh. Ganz fettes Vieh. So, den haben wir auf schöner Basis. Ich habe Alligatoren schon immer gehasst, vor allem Resi 5, Digga. Das sind solche Viecher, Digga. Das sind so eine Wichsviecher, ich schwör's dir. Ah, das ist jetzt okay, dass jetzt Dings passt. Okay, da können wir schnell wieder zurückkommen, wenn wir alles erledigt haben. Bis jetzt läuft es sehr gut. Bis jetzt ist es wirklich null kompliziert und ich komme an sich relativ gut klar. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Gefällt mir wundervoll. Oh. Ich merke, dass meine Schulter langsam sagt, Digga, du Hurensohn, fick dich, ich will mich hinlegen. Metallschrott, was kann ich mit Metallschrott anfangen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Werden wir noch sehen. Ah ja. Ah, verstehe schon. Ich verstehe, wir können uns selber Speere machen. Komm her, du dreckiger Wichskopf. Das macht so Spaß. Digga, es ist so behindert, aber es ist so witzig. Es ist einfach so gelähmt. So, nice. Na, komm her, du Hurensohn. Er hält Wache. Was ein Spezialist. Sorry. Gute Nacht. Du alter Wichsfehler, Alter. So, haben wir hier nochmal ein Stück. Warum nicht du, du und so. Bam, weg mit dir. Gott, bist du hässlich, Digga. Gott, sind die Viecher hässlich. Das ist doch nicht mehr normal, Mann. Ist sowas doch erlaubt, wie hässlich die sind?
Das ist schon der Wahnsinn. Warte, von hier komme ich ja. Moment mal kurz. Ah ja. Nice. Super, der ist weg. Noch einer? Puh, genau so. Genau so, Junge, hast du es verdient. Ein Ast. Du hässlicher Wichser. Passt. Nice. Kein Problem, ich box dich weg, du Hurensohn. Willst du noch mehr? Digga, es ist... Digga, die armen Viecher, die kriegen Schläge ihres Lebens. Wirklich, das ist... Das ist so... Die armen Viecher, Digga. Die kriegen Schläge ihres Lebens. Oh, cool. Nicht nur ihres Existenzes, ihres Lebens kriegen die, Digga. Wie damals, als wir die ganzen Patienten in der Schule vermöbelt haben. Also. So fühlt sich das an, Digga. Was sind diese Boxerpuppen? Was willst du damit? Was? Ach, komm schon! Okay, pass wenigstens was hinbekommen. Endlich. Oh nee, nicht schon wieder. Alter, Digga. Der Typ ist richtig ein auf Mass, Digga. Der macht richtig ein auf Mike Tyson. Du willst das? Dann komm her, du auf Scheiße! Der will boxen. Hat er mir gerade einen Tritt verpasst? Der will boxen! Digga, das ist so bescheuert! Das ist so dämlich. Das ist so bescheuert. Aber es ist so unfassbar geil. Los geht's. Das ist so bescheuert. Das ist so gelebt, Digga. Digga, das ist so bescheuert. Ich schwör's dir, das ist so bescheuert, Alter. Das ist so dämlich. Das ist so unfassbar. Bekloppt, dass es einfach wiederum so wahnsinnig geil ist, wirklich. Nein, jetzt hab ich's. Oh fuck. Na, tut's weh, du und so? Alter. Komm her, du und Bastard. Ich fick dich. Ich fick dich, du Wichser.
was los? Was ist los mit dir, ne? Na komm, ich mach aus die Hackfleisch. Saiyajin, ne? Machst du noch Saiyajin? Jetzt bin ich gespannt. Und? Takedown! Geil. Das ist so bescheuert. Das ist so bescheuert. Wirklich, das ist so dämlich, aber es ist so unglaublich geil. Wirklich, es ist so witzig. End of Zoe ist richtig geil, Mann. Das ist so... Alter, ey, die, ich weiß nicht, was bei Capcom los war, Digga, ob den langweilig war, aber es ist wirklich... Also ohne Spaß. Für mich aktuell... Ich glaube, das geilste DLC, definitiv, definitiv. Es macht... Es ist so eine unfassbar geile Sache. Was? Jetzt mit dem Boot, ne? Der Typ hat's wohl nicht genug. Der hat nicht genug. Zoe! Wo bist du, Mädchen? Der scheiß fette Hurensohn, Digga. Er sieht bisschen aus wie John Cena. Hey! Lass meine Familie in Ruhe, Arschloch! Geh doch nicht vor der Nase zu, Gott sei Dank. Boah, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt, Digga? Wir werden den ficken, Digga. Wir werden den ficken. Wir werden ihn so ficken, dass er nicht mehr weiß, wie er heißt. Mann, hier ist alles zum Teufel gegangen. Der sieht schon schwul aus. Der Wald ist genauso hässlich wie sein Gesicht. Na gut. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in die Offensive. Okay, ich kann mir jetzt so aktuell noch nichts herstellen. Was haben wir denn hier Schönes? Ah, ein paar leckere Maden. Lecker schön. Lecker Spekulatius. Aber bitte jetzt keine Alligatoren, Alter. Gut, hier ist Ausgang Speicherpunkt, ist ja nichts. Oh ne. Ach, Hallöchen. Haha. Oh no. Oh no. Fick dich. Bastardvieh. Halleluja, so, da gibt es zwei Wege, dort hinten und da vorne. Was ist jetzt richtig? Toll, nix. Ja, geh nach oben. Kann ich hier hoch? Nein.
Okay, nee, das ist also nur für den Speer gedacht, das heißt, es gibt nur einen Weg. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Hola, die Welt hier, so. Tschüss. Oh, nicht der nächste Heliumkopf. Komm, geh hoch. Du Muschifuß. Hässlicher Visagenkopf, Alter. Nicht noch ein Ferkelkind. Verpiss dich. Ach nee. Nee, 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 nee. Fick dich. Nein, fickt euch. Fickt euch. Geh nach oben. Gottes Willen, Alter. Der kriegst du alle gar nicht tot, Junge. Alter, Alligatoren ist das Schlimmste, was es gibt, wirklich. Schlimmste, was es gibt. Scheiße, Dreck. Vorsichtig. Ja, die sind dagegen gar nichts, wirklich. Alligatoren sind schlimmer. Was ne Kombo, Junge. Was ne Kombo. Komm her, du Missgeburt, ich klatsch dich. Bam, 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 bam. Und? Jawohl, jo, jetzt der nächste, du. So schön. So, du bist der nächste Mal im Portfolio. Perfekt. Komm, geh kaputt. Easy, Junge, ich fick dich. Komm her, du Pissvieh, ich klatsch dich. Komm her. Du bekommst selbst Maul, Alter. Hier, geh kaputt. Hier, direkt der nächste, Junge. Ja, du auch noch. Komm, jawohl. So schön. Sehr nice, haben wir hier drei Speere. Oh Gott. Komm her, fick dich, klatsch dich. Hola, die Waldfee. Oh Gott. So. Komm her. F-
Fake-Fehler. Ja, Wix, geboten. Da, beide in den Anus, Junge. Ja, Dorno, was willst du, ha? Was willst du? Ich klatsch dich, ich geb dir Bomben, bis du nicht mehr aufstehen kannst, Junge. Alter, fick dich. Komm her, ich geb dir auch Hanebüchen, du und so. Alter, wie viele, Junge. Digga. Gottes Willen. Aber der Mann hat eine Kraft, Digga, ich schwör's dir. Der Typ hat eine Kraft wie Herkules. Okay. Na gut. Der Friedhof. Ja, mein. Okay, passt. Und wir haben mal die restlichen Boxen kaputt. Oh, nee. Aus dem Weg, Fettsack. Aus dem Weg, Fettsack. Jawohl. Alle drauf haben ausgeschaltet. Egal. Aus dem Weg, Fettsack. Geil, Digga, einfach geil. Einfach geil, Alter. So richtig trocken, so richtig behindert, feier ich. Das ist ein verdammter Sakrileg. Was passiert jetzt? Alter! Wer bist denn du? Was zum Teufel? Was macht denn der, Alter? Scheiße, Mann! Ey! Sperr mich doch nicht in den Sarg, bist du gelähmt? Wir müssen uns da rauskämpfen, wir müssen hier raus! Fass ihn nicht ab! Jack! Lass mich gefälligst raus! Die Familie! Wie kannst du mir sowas antun? Lass mich gefälligst raus, Jack! Alter! Ach du Scheiße! Jesus Christ! Du lieber Himmel! Wir leben noch. Wir leben noch. Mist. Mensch, Jackie Boy. Was ist nur passiert? Scheiße, wir haben gar nichts mehr. Na gut. Umbrella. Pekos wird angegriffen, wir sind schon unterwegs. So, ich nehme es mit euch allen auf. Oh ne. Ich nehm's mit euch allen auf.
Okay, gut, wird doch schwieriger als ich dachte. Komm schon, jawohl. Was ist hier drin? Achso, ich dachte, das wäre irgendwie keine Ahnung was. Ja gut, wir können das mit bloß nicht zerstören. Na gut, dann brauchen wir hier irgendwas. Was haben wir denn hier Schönes? Ah! Was zur Hölle ist das? Eines ihrer Spielzeuge? Ja! Einsatz bereit. Geil. Nice. Bam. Das ist geil. Iron Man, Digga. Boom, Junge, was eine Bombe. Kranke Scheiße, Digga. Geile fucking Scheiße, Mann. Das nenne ich Power, Digga. Zoe Baker, vierte Klasse. Jesus Christ, Digga. Schöne lieber Perze. Na gut, wir können ja nur dadurch. Digga, wie die fliegen. Da siehst du richtig, wie die Dinge fletzen. Bam. Scheiße, Digga. Bam. Geil. Nochmal, ich weiß nicht, wozu diese Puppen gut sind, weiß ich nicht. Aber warte mal. Ah, stimmt, die geben ja. Ah, okay, jetzt weiß ich's. Er muss da vorne sein. Okay. 5%, 6%, das heißt, wir haben mehr Dingenskraft. Mehr Boxkraft, okay, jetzt check ich's. Er muss da vorne sein, wo ist der Wichser? Ich fick ihn. Zoe kommt mit mir. Zoe! Zoe! Zoe, Madame! Wach auf! Bist nur noch ein tollwütiger Hund! Gibst du denn dein Leib weg? Zeig's dir! Laden! Vollständig geladen! Laden! Bam. Bam. Komm schon. Du kennst mich doch, oder? Weißt du noch, wie ich dir als Kind die Nase gebrochen habe? Weißt du noch, wie ich dich in den Sumpf geschmissen habe? Bam. Bam.
Bam. Komm schon. Digga, willst du mich verarschen? Na komm, gib mir. Das ist ein Abschied von der Familie, Bruder. Gib ihm, Junge. Boah, Alter. Wie das Auge rausgeflogen ist. Digga, so eine Bombe, Junge, des Grauens. So, hoffen wir, das geht. Hoffen wir, geht das. Wenn nicht, ist scheiße. Doch, die ist am Start. Was ist los? Geht's dir gut? Mir geht's gut, mach dir keine Sorgen. Es ist jetzt vorbei. Los, 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 los. Stehen bleiben. Die Hände hoch. Runter. Waffen runter. Ach, Chris. Waffen runter. Ist okay. Sie sind wohl Zoe Becker. Wer fragt denn? Chris Redfield. Wir haben nach Ihnen gesucht. Wir helfen. Jawohl! Monstern eingesperrt. Alle wollten mich umbringen. Unglaublich, dass es vorbei ist. Hör mal. Tief im Innern waren sie noch deine Familie, die dich liebt. Besonders dein Daddy. Selbst in seinen letzten Tagen. Wir haben sie. Taffes Mädchen. Ja, natürlich. Moment. Jemand möchte sie sprechen. Zoe. Zoe, bist du da? Du bist das. Ich glaub's nicht. Du hast es geschafft. Das haben wir beide. Du hast mich nicht vergessen. Ich sagte, ich schicke Hilfe. Und ich halte meine Versprechen. Danke, Ethan. Yay! Das waren die zwei Story-DLC, sozusagen Story-Erweiterungen. Es sind ja wortwörtlich Erweiterungen, im wahrsten Sinne des Wortes. Setzt halt nochmal in kleinen Geschichten die Story fort halt. Geile Scheiße. So. Na gut, Freunde, das war's jetzt auch mit dem zweiten DLC. Wir haben noch Schläge ausgeteilt. Ach, 608, Digga. Geile Scheiße. Wir haben noch was? Joe muss sterben? Oh mein Gott. Wird als Schwierigkeitsgrad hinzugefügt, Zoes Ende, geile Scheiße. M21 Flinte. Achso. Ja gut, wir können dann auch mit Shotgun spielen, theoretisch. So, Freunde, das war's jetzt auch mit dem zweiten DLC zu Resident Evil 7. Es gibt noch ein einziges, das sind die Lost Tapes. Und wenn wir die gespielt haben, haben wir dann auch das komplette Portfolio zu Resident Evil 7 durchgehauen. Und ich würde sagen, zu dem DLC sehen wir uns dann in einem dritten Video und einem letzten Video, welches morgen online kommt. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, checkt die Meets und Fiktionen. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Haut da rein.